Die neue U-Bahn-Linie 5 steht immer wieder in der Kritik. Dennoch hält die Stadt weiter an dem Milliardenprojekt fest. Erste Fortschritte konnten jetzt auf der Baustelle besichtigt werden. Völlig überwuchert wartet er seit rund 50 Jahren auf seinen Einsatz. Ein zusätzlicher Bahnsteig an der U1-Haltestelle Sengelmannstraße. Bereits in den 70ern war er für eine mögliche Netzerweiterung mitgebaut, seitdem aber nicht genutzt worden. Das soll sich für die neue Linie U5 ändern, damit hier auf zwei Bahnsteigen ein Umstieg zwischen U1 und U5 möglich ist. Wir werden im weiteren Verlauf jetzt im Mai, Juni mit den großen Arbeiten beginnen. Das heißt, die Baugrube der Haltestelle City Nord wird hergestellt, die Gleise werden hier verlegt, das Hauptbaulos 2, der Tunnelvortrieb, soll im Herbst vergeben werden. Und wir streben dann an, dass wir ab 2027 hier in diesem Abschnitt die ersten Aufnahmen des Probebetriebs mit Einbau des automatischen Systems dann starten wollen. Denn die U5 soll vollautomatisch funktionieren, wird also keine Fahrerin und keinen Fahrer mehr benötigen. Ein großer Vorteil gegenüber den herkömmlichen U-Bahnen. Die U5 kann in ganz anderen Takten verkehren. Wir haben einen 90-Sekunden-Takt, der in Spitzenzeiten möglich ist. Wir können die Zügel flexibel von allen möglichen Stellen einsetzen. Und insofern führt sie natürlich im Umkehrschluss dazu, dass wir ein doch deutlich flexibleres System haben. Und damit natürlich auch Ziele der Mobilitätswende unterstützen werden. Dennoch reißt die Kritik am Großprojekt nicht ab. Die Bauzeit sei zu lang, der stahl- und betonintensive Bau zu umweltschädlich und die Kosten zu hoch. Alleine für den ersten knapp 6 Kilometer langen Bauabschnitt in der City Nord sind die ursprünglich angedachten Kosten von 1,75 Milliarden Euro auf 2,86 Milliarden gestiegen. Wir haben die Ukraine-Krise, wir haben auch die Lieferschwierigkeiten, die noch aus der Pandemie herbeirühren. Wir haben es letztes Jahr bei der Ausschreibung Los 1 festgestellt, dass die Preise andere sind als die, die wir kalkuliert haben. Und wir haben dann entsprechende Prognosen gemacht und diese Prognosen führten letzten Endes dazu, dass wir 1 Milliarde Euro an Mehrkosten haben, die rein inflationsbedingt sind, nichts mit, schlechter Planung oder sonst wie zu tun haben. Anfang der 2030er Jahre soll der erste Bauabschnitt dann fertig sein. Bislang liegt man hier immerhin zeitlich im Plan.